Hallihallo meine Lieben, schön, dass ihr auf meinem, ich sehe wieder aus wie eine Vogelscheuche, Kanal am Start seid. Und zwar geht es wie letztens schon angekündigt darum, das Pinselset auszuprobieren. Und beziehungsweise auch dieses Pinselset, diese schöne Tasche, die es als Goodie dazu gab und diese Wimpern. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Und dann fangen wir auch schon gleich an. Ich sehe, in diesem Pinselset gibt es leider kein Foundation Brush. Die sind alle so sehr weich gebunden. Deswegen werde ich jetzt mal fix mit dem anderen Pinsel meine Foundation auftragen. So, jetzt bin ich gleich fertig mit dem Einarbeiten. Ich gucke übrigens sehr gerne kleinere YouTuber, weil bei den Großen bin ich mir immer manchmal nicht sicher, ob das gesponsert wird, weil die mit der Marke zusammenarbeiten. Deswegen finde ich das immer auch gut, wenn so kleine YouTuber Reviews machen und gucke mir das super gerne an. Das haben wir und jetzt pudern wir das Ganze ab. Und dazu nehme ich diesen Pinsel, den zum Abpudern und den zum unter die Augen für loses Puder. Achso, für die Foundation habe ich übrigens die Catrice Liquid Coverage Foundation verwendet und auch den Catrice Camouflage Concealer, falls es jemand interessiert. Und jetzt werde ich mal das lose Puder auftragen. Das ist auch von Catrice, das Nude Illusion Powder. Oh, der ist auf jeden Fall sehr weich und nimmt sehr gut Produkt auf. Es fühlt sich sehr gut auf dem Auge an. Aber der arbeitet das auch sehr gut ein und ich finde den super weich und der ist nicht zu weich gebunden. Er ist aber auch nicht zu fest gebunden, wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt nehmen wir mal für das restliche Gesicht den Powder Brush und dann nehme ich auch von Catrice das All About Matte Puder. Also der fühlt sich auch sehr angenehm an, aber weil die Foundation auch sehr matt ist, ich weiß nicht, ob der gut Produkt aufnimmt und abpudert, aber ich mag den sehr, weil der ist sehr weich und ich habe doch das Gefühl, ich bin gut abmattiert. Aber bis jetzt gefallen mir die Pinsel sehr gut, auch weil die so einen dicken Griff haben und ich mag das mehr, wenn ich merke, ich habe was in der Hand und das kann mir nicht aus der Hand rutschen. Okay, dann nehme ich zum Bronzen und Konturieren meine Pinsel und für Blush und Highlighter diesen. So, zum Bronzen nehme ich einfach von NYX meinen Matt Bronzer, den ich schon ewig habe. Ich will heute nicht so übertreiben. Ich will ja noch ein bisschen Augen-Make-up machen. So, jetzt nehme ich mal den Blush Brush. Oh, der nimmt gut Produkt auf. Also, ich habe den hier von Trended Up. Oh ja, der nimmt sehr gut Produkt auf. Also, ich habe keinen Blush-Pinsel, der so viel Produkt aufnimmt. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht in der Kamera. Aber es ist doch ganz schön Blush zu sehen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber ich habe gut geblusht, kann man sagen. Jetzt wollen wir noch Highlighter auftragen mit diesem coolen Pinsel. Den finde ich wirklich super für Highlighter. Und gehen jetzt dann mal in diese Revive de Loop Highlighter Palette rein, die ich eigentlich fast tagtäglich benutze, wie man sehen kann. Weil die gibt... Der gibt halt so einen schönen Glow, seht ihr das? Es ist halt nicht too much. Jetzt mache ich mal ganz fix meine Augenbrauen und dann geht es auch schon weiter mit den Augen. Und die Lippen kann ich eigentlich auch schon machen, weil ich habe nichts für die Lippen. So, Augenbrauen sind ein bisschen aufgefüllt. Ich habe das auch wieder ein bisschen natürlicher gelassen. Meine Lippen haben ein Gloss einfach nur drauf. Wie gesagt, wir wollen jetzt ja nicht übertreiben. Und ich dachte, dieses pinkige Gloss passt auch ganz gut zu der Palette, aber die hat halt, wie ihr seht, auch so schöne Töne und da dachte ich mir, da kommt doch der Lipgloss auch, passt da super dazu. Fangen wir auch mal an mit dem Pinsel, den es dazu gab in der Tasche, der ist so, ja, rosa und dann so Metallic Rosé und halt schwarz und da gehe ich mal in diese Farbe hier rein. Es kommt auf jeden Fall gut Produkt auf den Pinsel. Ist jetzt halt eine Hautfarbe, ne? Kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Aber vom Pinsel ist anscheinend Synthetika, so wie sich das anfühlt. Also auch wirklich so sehr, sehr Synthetik. Aber super weich, kratzt nicht. Und tut, was er tun sollte. Ich werde jetzt, wie gesagt, gleich noch meine Transition Shade auftragen. Und zwar die hier unten. Oh, also die Palette ist wirklich gut pigmentiert. Also, ne, ordentlich, obwohl jetzt, wo ich es ausblende, ist es, naja. Also zum Setten ist der auf jeden Fall sehr gut. Ich nehme jetzt mal
den 01 aus der anderen Dings. Aus dem anderen Set. Ja, der fühlt sich schon ein bisschen angenehmer an, aber ich glaube, das liegt an der Farbe, dass die verschwindet. Hier auch in der Crease verschwindet die voll. Wir gehen nochmal in dieses dunklere Braun hier. Also sie ist super für den Alltag von den Farben und von der Pigmentierung ist es okay. Also wer jetzt schon so Vollprofi ist, der kann halt damit arbeiten. Anfänger können auch damit arbeiten, weil halt nicht gleich so Pigment, bam, in your face. Aber ich habe halt, also für das Preis-Leistungs-Verhältnis ist es natürlich top von BH Cosmetics. Aber zum Beispiel, ich habe die Zodiac-Paletten, die feiere ich halt ein bisschen mehr. Gehen wir nochmal an das ganz Dunkle hier an der Seite. Auf dieses hier. Und geben das nur mal so hier außen hin. Das gefällt mir schon besser und das lässt sich auch wesentlich besser verblenden. Gehen wir jetzt mit diesem kleinen Brush noch in dieses Lila. Ich möchte damit noch so ein bisschen auch an den Seiten das irgendwie ein bisschen rötlicher gestalten. Oh, das sieht sehr gut aus. Oha. Gut, Pigment ist auf jeden Fall am Start. Wow, okay, das gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, da wir halt nicht übertreiben wollen heute, werde ich mir jetzt auch nur noch einen schimmernden Ton auf die Lid, also auf das bewegliche Lid geben. Und dann war es das auch schon, aber ich mache noch den unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich auch noch ganz leicht dieses Lila. Und das blende ich auch nochmal aus mit diesem hier. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Fanbrush mega geil ist, um Highlight aufzutragen. Ich gehe nochmal in das Gold und versuche nochmal meine Nase damit zu highlighten. Oh ja, mein Nose Highlight ist auf jeden Fall am Start. Für so, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber der ist sehr fest gebunden. Wir haben jetzt hier noch so einen flachen und damit würde ich eine Schimmerfarbe auftragen. Ich weiß aber noch gar nicht, welche. Ob ich das Braun einfach so dunkel auftragen soll oder das hellere. Ich habe Bock auf das Braun. Ich probiere das jetzt erstmal so. Oh, nee, sieht doch ganz gut aus. Obwohl das ein bisschen aussieht wie so ein Topper. Und doch ganz schön orange. Ich probiere das gleich nochmal mit den Händen. Aber an sich sieht das schon gar nicht mal so schlecht aus. Es gibt auf jeden Fall viel Kickback. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich habe schon weggepustet. Also bis jetzt gefällt mir die Palette super. Ich werde auch nochmal mit diesen pinkeren Tönen spielen und gucken, was die so können. Aber bis jetzt hat mir die Palette wirklich, wirklich sehr gut gefallen für 16 Lidschatten. Auch wenn die, sag ich mal, so kleine Fännchen haben. Aber es reicht ja vollkommen. Ich meine, wie lange braucht man, um so eine scheiß Lidschattenpalette aufzubrauchen, ne? Also das ist ja schon ein bisschen... Achso, und ich nehme noch hier den Inner Corner Brush, den ich mir noch dazu bestellt habe. Und nehme einfach mal diesen schimmerigen Ton da drüber. Der hat so, ist so Rosé-Gold, Rosé mit grün-Gold-Reflexen. Und gebe mir das mal in die... Inner Corner. Und ihr müsst halt wissen, ich habe es nicht angesprüht. Und wie schön das aussieht. Sieht richtig golden aus. Ohne ansprühen. Boom. Ich hasse ja meine Kamera und das Licht dafür, dass das alles verschluckt, aber seht ihr das? Mega geil. Jetzt werde ich noch diese Mascara ausprobieren, die dort in der Tasche war. Das ist die Stella Lash Mascara. Ich werde meine Wimpern noch nicht curlen. Und danach klebe ich noch falsche Wimpern auf, aber erstmal okay, wow. Ich habe sie nicht gecurlt und die sehen so krass aus. Seht ihr das? Seht ihr den Unterschied? Ich finde den Unterschied richtig krass. Also ich finde die sogar einen Ticken besser als die Better Than Sex Mascara, obwohl ich sagen würde, das ist das perfekte Dupe. Die gibt auch sehr viel Farbe ab. Ist halt auch so ein bisschen klumpig, aber macht halt trotzdem die krassesten Oschi-Wimpern, ohne Witz. Also würde ich wirklich als Dupe sagen von der Better Than Sex Mascara. Die haben gleich die genau das gleiche Bürstchen. Ich kann euch das ja mal im Vergleich zeigen. Ich meine, ich habe jetzt hier Waterproof und diese. Ihr seht, die sind fast so ähnlich. Also diese schmale Stelle in der Mitte ist bei der Too Faced Mascara noch ein bisschen ausgeprägter. Aber grundsätzlich auch von den Bürsten, die sind hier sogar noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, die werde ich mir auch mal in groß holen. Also die ist richtig, richtig gut. Also die finde ich wirklich Bombe. Und jetzt werde ich mir noch fix Wimpern aufkleben. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig.
Und ja, jetzt suchen wir auch nochmal Wimpern aus. Ich habe, wie gesagt, hier die beiden Wimpern von Hatice Schmidt X Love, beziehungsweise Love X Hatice Schmidt. Und zwar einmal in Berlin und einmal in Istanbul. Und ich werde, denke ich mal, mich für die Berlin Lashes entscheiden, weil sie einfach etwas natürlicher sind, trotzdem natürlich sehr krass. Und mir das mal für ein Party-Make-up aufheben. Ich liebe Hatice Schmidt. Sie ist wirklich mein großes Vorbild, was so Make-up angeht. Mal sehen, wie die sich aufkleben lassen. Es wurde ja schon sehr viel darüber geschwärmt. Die sind halt auch so leicht, so ganz leicht 3D-mäßig. So, ich habe mir jetzt die Wimper aufgeklebt. Und ich habe, glaube ich, noch nie so leicht und easy mir Wimpern geklebt. Also vielleicht liegt es auch daran, dass das einfach mein gutes Auge ist. Aber mal schauen, wie sich das andere Auge aufkleben lässt. Jetzt erstmal dann wieder ein Stück abschneiden. Und schwupps, ist auch die zweite aufgeklebt. Mega heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Die fühlen sich super angenehm an. Auch hier vorne kleben die immer super. Ich habe halt das Problem, dass es hinten immer kein Problem ist bei mir. Aber vorne wollen die immer nicht so wie ich das will. Ich werde jetzt mal meine Haare öffnen. Und dann kommen wir zum Fazit. Also ohne Witz, zwar passt der Look überhaupt nicht zu meinen Klamotten, aber ich finde, obwohl braun geht, aber mit der rosa Lippe, aber ich muss sagen, das kann sich echt sehen lassen. Ich bin froh, dass ich mein Geburtstagsgeld sinnvoll genutzt habe und auch gute Produkte da rausgekommen sind. Also gut, das mit den Wimpern von Hatice, das war mir schon irgendwie klar, dass die halt funktionieren, weil viele schon davon geschwärmt haben. Beim Pinselset war ich halt, wie gesagt, einfach nicht so sicher, ob die Beauty-YouTuber einfach zu fortgeschritten sind, um das zu nutzen, oder ob sie ja halt einfach mit der Marke zusammenarbeiten wollen oder wie auch immer. Und ich muss sagen, die Pinsel gefallen mir richtig gut. Das Goodie mit der Tasche ist super. Die Mascara werde ich mir 100% auch noch in Normal-Size kaufen. Die Palette war super für den Alltag, zum Weggehen, zum Reisen vor allen Dingen auch. Man hat halt so viel, das reicht locker. Super pigmentiert, auch der Pinsel, der dabei war, war okay. Und ja, wie gesagt, von den Wimpern, die sind geil. Ich glaube, ich werde die nie wieder abnehmen. Heftig, die Produkte, mega, 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 mega gut. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch, ihr kommentiert was Schönes, guckt euch andere Videos von mir an. Ihr könnt mich natürlich auch gerne kostenlos abonnieren. Darüber würde ich mich so freuen, wenn ihr das machen würdet. Das tut ja auch gar nicht weh. Und ja, Instagram verlinke ich euch alles nochmal, meine Social Media. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss!